Am 22. Oktober finden die eidgenössischen Wahlen statt. Gemeinsam mit der restlichen Schweiz wählt der Kanton Wallis seine Vertretung im National- und Ständerat. Mach dich bereit. Öffne dein Kuvert so, dass du es am Schluss wieder verschließen kannst. Bereite deine Materialien vor dir aus. Für die Wahl des Nationalrats hast du verschiedene vorgedruckte Listen und eine leere Liste erhalten. Wählen kannst du aber nur mit einer Liste. Du hast verschiedene Möglichkeiten. Überzeugt dich eine Partei und ihre Kandidieren vollständig, legst du die vorgedruckte Liste dieser Partei in dein Stimmkuvert. So gibst du deine Stimme dieser Partei und allen aufgeführten Kandidierenden. Auf der leeren Liste kannst du Kandidierende von mehreren Listen kombinieren. So gibst du deine Stimme diesen Parteien und allen ausgewählten Kandidierenden. Du kannst zusätzlich eine Partei angeben. Dann gehen die Stimmen von allen leeren Linien an die aufgeführte Partei. Du kannst auch eine vorgedruckte Liste abändern. Das kannst du auf vier Arten. Streichen. Wenn du eine vorgedruckte Liste nimmst, aber eine Person auf der Liste nicht wählen möchtest, kannst du ihren Namen streichen. Kumulieren. Möchtest du einer Person zwei Stimmen geben, kannst du ihren Namen zweimal aufschreiben. Panaschieren. Möchtest du eine Person von einer anderen Liste wählen, kannst du ihren Namen auf deine Liste schreiben. Diese Stimme geht dann an die Partei der Person und an die Person, die du aufgeschrieben hast. Du kannst oben an der Liste die Partei ändern, indem du die zugehörige Listennummer hinschreibst. So gehen die Stimmen von allen leeren Linien an die aufgeführte Partei. Bei den Wahlen des Nationalrats musst du einiges besonders beachten. Du darfst nur offizielle Kandidierende wählen. Du darfst nicht mehr Kandidierende aufschreiben, als du Linien zur Verfügung hast. Du darfst Kandidierende maximal zweimal aufschreiben. Für die Wahl des Ständerats hast du eine Liste mit allen Kandidierenden und einem Kästchen neben ihrem Namen erhalten. Du darfst nur Personen wählen, die offiziell kandidieren. Zum Wählen hast du nur eine Möglichkeit. Setze ein Kreuz neben deine zwei Favoritinnen oder Favoriten, denen du deine Stimme geben möchtest. Kontrolliere nochmals, ob du alles korrekt und von Hand ausgefüllt hast. Vergiss nicht, deinen Stimmrechtsausweis zu unterschreiben und achte beim Verschließen des großen Kuverts darauf, dass die Gemeindeadresse sichtbar ist. Das Kuvert ist bereits vorfrankiert. Du kannst es also gratis bei der Post einwerfen. Go Vote!